4 Wochen später, nachdem Aenerys in Chains erfolgreich gestartet ist, wird ein weiteres Diablo 4 Limited Edition Display vorgestellt namens Lilith Rises. Und ich bin sehr froh über diese Entscheidung, weil mir dieses Motiv vorher auch schon viel besser gefallen hat. Das Motiv wurde wie bei Aenerys in Chains weitestgehend unberührt gelassen und in den 3D-Druck einer Limited Edition übertragen. 1500 Exemplare wird es geben mit denselben Features wie auch schon bei Aenerys in Chains. Allerdings 500 Exemplare mehr bedeutet auch, dass es 500 Leute geben wird mindestens, die ihre Kollektion nicht vervollständigen können. Mir gefallen die Details hier wirklich sehr gut. Die Strukturen heben sich hier wunderschön ab und ich finde auch, dass Lilith hier sehr gut in Szene gesetzt wurde. Hier sehen wir jetzt Aenerys in Chains und Lilith Rises nebeneinander. Finde ich natürlich auch farblich sehr passend. Ja, was mich etwas mehr wundert, ist bei der Abstimmung in Discord, dass Aenerys in Chains wirklich gut weggekommen ist, aber Lilith im Vergleich sehr schlecht. Dabei wurde doch meines Erachtens doch sehr laut nach Lilith gerufen und ja, Displate hat gehört und geliefert, aber eventuell nicht so, wie sich das die Community vorgestellt hat. Weiß ich jetzt nicht genau, woran es lag. Ich finde es auf jeden Fall besser. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Alle weiteren Details findet ihr in der Beschreibung. Nochmal vielen Dank für euren Support, für all jene, die weiterhin über meinen Referral-Code kaufen und damit meinen Kanal unterstützen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.